Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zurück zu Factorio. In der heutigen Folge werden wir uns darum kümmern müssen, dass Schmiermittel wieder läuft, weil das benötigen wir jetzt mal ganz dringend. Und dementsprechend gucken wir da auch mal nach, woran es da hapert. Was wir hier natürlich noch machen könnten, wäre erstmal eine bessere Fabrik. Das Zeug hier raus. Und maximal auf Produktivität, damit wir da vielleicht ein paar Fässer mehr rausbekommen. So, also Schmiermittel haben wir nicht. Weil wir auch kein Schweröl haben. Bisschen Leichtöl haben wir. Und das hier ist höchstwahrscheinlich das Problem. Weil Petroleum auf volle Lutsche läuft. Aber was wir noch machen könnten vorerst wäre, hier eine Ölraffinerie 3 zu bauen. Wie kann ich mehr Petroleum verbrauchen? Vorübergehend. Ich könnte es natürlich auch eintüten. Nein, hier nicht. So. Petroleum. Alles klar, dann brauche ich dich. Gut, füllen wir mal ein bisschen Petroleum ab. Warum denn nicht? Dann brauche ich natürlich noch eine blaue Kiste. Und eine lila Kiste. Ärmchen. Gerne ein bisschen mehr. Und Strom. Und hier fehlt uns jetzt Eisen. Lass mich raten, ich bin da nicht in einer Logistikzone. Exakt. Korrigieren wir mal das Ganze ein bisschen. So, hier dürften wir jetzt wieder beliefert werden. Und dann, Moment. Brech dich mal ab. Wo ist meine Maus? Hier. Ölraffinerie MK3. Wo leuchtet es? Ach, da. Nun gut, eine schnellere Ölraffinerie haben wir bereits. Na komm, bau direkt noch eine. Wer weiß, wann wir die brauchen werden. MK2, MK3. Die wird hier aufploppen, oder? Jawohl. Recht viel mehr scheint es auch nicht zu bringen. Ist das vielleicht zu schnell? Ich hoffe mal nicht. Wobei, wir haben ja noch jede Menge Petroleum im Überschuss. Weißt du, wenn du zu wenig Petroleum hast, dann kommst du nicht voran. Wenn du zu viel Petroleum hast, dann kommst du ebenfalls nicht voran. Das Schmiermittel scheint ja wieder ein bisschen zu laufen. Nur ein Ärmchen ist kaputt. Das können wir verkraften. Wir warten ja tatsächlich die ganze Zeit, bis das Petroleum abläuft. Einen weiteren Tank anbringen. Kann man ja machen. Moment. Weitere Schilde. Ne, hier kommt ein Laufgetriebe hin. Mal gucken, ob die jetzt mittlerweile laufen, wobei. Allzu viel mehr Schmiermittel habe ich jetzt auch wieder nicht. Wobei, das läuft ja durchgehend. Geh du mal hier weg. Weil das sollte sich dann schon ein bisschen rentieren. Vielleicht sollte ich die Aufsplittung hier ein bisschen verringern. Wäre ja auch eine Option.
So, jetzt läuft es hier durchgehend. Und das auch nur, weil meine Petroleumvorräte schwinden. Naja, fürs Erste sollte es hoffentlich genügen. Gucken wir mal wieder darüber. Vielleicht reicht das ja vorerst. Aber so ganz langfristig wird das wohl nichts. Moment, du mal diese ganzen Pumpchecks hier weg. Die kann ich mir später wiederholen. 0,0. Hier oben hatten wir auch eine Schmiermittelabteilung, wenn ich mich nicht täusche. Ja, hier läuft es ja wieder ein bisschen. Nun gut, schauen wir mal. Wow, zwei weitere Roboter. Jetzt sollte ich hier wirklich mal meine Kisten wieder ausleeren. Hier. Nochmal einer. Roboter, wo seid ihr? Ach, hier unten. Transportiert das mal bitte ab. So, dann schauen wir mal, ob wieder ein Exoskelett fertig ist. Es würde mich wundern, wenn wir da keine Lager hätten. Oh, zwei sind bereits fertig. Sehr gut. Damit kann ich wieder ratzfatz rennen. Sehr gut. Es fehlt immer noch an diesen Titaniumlagern. Aber zumindest kommen die jetzt an. Und viel. Moment, Strom? Woran liegt das? Dass ich keinen Strom mehr habe. Die Hälfte hat keinen Sprit. Habe ich mir schon gedacht bei den alten Modulen, als ich die da gesehen habe. Nun gut. Bringen wir das erstmal in Ordnung. Nun gut, ihr erstmal raus. Zwei, drei. So, die einzelnen Komponenten fehlen anscheinend auch. Diese blauen Gerätschaften hier. Weißt du was? Überall, wo ich solche Blöcke reinhauen kann, mach ich es einfach mal. Dann läuft es hier auch ein bisschen schneller ab. Die Gerätschaften kommen anscheinend nicht nach. Nun gut. Schnellere Ärmchen könnten das Problem lösen. So. Ja, hin und wieder mal so ein kleines Upgrade. Tut niemandem weh. Nein. So. Läuft's wieder? Könnte aber ein bisschen schneller laufen, ne? Seid ja nicht schon die aktuellsten Fabriken? Speed wird doch ein bisschen Strom sparen. Ich glaube, etwas Strom sparen sollte sich ja auszahlen. Aber ja, jetzt läuft die Stromproduktion wieder. Weißt du, was wir da noch machen? Gib mir mal so eine Fabrik hier. Shift links, Shift rechts, so rum. Das Ganze lassen wir erst einmal
in eine gewöhnliche Stahlkiste reinlaufen. Hier. Wenn dann erstmal eine Stahlkiste voll wird, dann soll es auch relativ leichter sein. Dann haben wir einen kleinen Vorlauf. Das ist auch gut so. Ach, hier unten. Dich müssen wir dann nur bei Zeiten austauschen. So, wo sind meine Walker-Servos hier? Ja, jetzt habe ich durch die Produktivitätsmodule ein paar mehr. Macht aber nichts. Schild-Upgrade vielleicht? Oh ja, jetzt gehen wir mal auf die neuen Schilde. Dafür nehme ich dann bitte auch meine alten raus. Hier. Das ist doch schön, wenn man die direkt vervielfältigen kann, oder? So, dann liefert mal alles an, was wir hier haben. Und die neuen Schilde sind auch schon da. Hier wird nach und nach immer alles ausgebaut werden. So, und natürlich kann ich hier die Menge auch mal ein bisschen erhöhen. Aber nur leicht. Damit hier mal vielleicht ein bisschen durchläuft. Wenn die Kiste voll ist, geben wir sie frei. Dann haben wir keine Stromprobleme für eine längere Zeit. Das ist der Plan. Ob er gut ist, keine Ahnung. Aber guck mal, meine Schilde sind durch. So, das können wir jetzt wieder abbrechen. Schilde. Hier. Nein. Hier sind die hingehüpft. Moment, du kannst weg. Du kannst ebenfalls weg. Immer weg mit der alten Technologie. So, dann testen wir mal unsere neuen Fähigkeiten. Kuckuck. Wir nehmen nicht mehr allzu viel Schaden. Aber doch ein bisschen. Ja, ich glaube, jetzt können wir auch vernünftig kämpfen, wenn wir nicht gerade 100.000 Mal getroffen werden. Nicht mehr lange, dann sind wir fast unbesiegbar. So. Ach, ihr wehrt euch gar nicht. Und wenn dann nur einzeln. Oh, oh. Ja klar, ein bisschen Action gehört auch dazu. Na denn. Lass uns mal wieder abhauen. Hier mal kurz durchgerast. Hallo. Ja klar, hier können wir wunderbar aufräumen. Guck. Oh oh. Klar, wenn wir das Feuer auf uns lenken, dann erhöht es definitiv die Lebenserwartung von unseren Türmchen. Schieß mal auch ein bisschen mit. So, weg mit euch. Oh, guck mal, da haben wir was vergessen. Beziehungsweise es wurde nicht fertiggestellt. Vielleicht ist uns da zwischendurch mal das Beton ausgegangen. Ist ja auch möglich. Vielleicht sollten wir hier mal oben noch ein paar Untersuchungen machen, um festzustellen, wo noch was fehlt. Dann können wir noch ein bisschen was hinbasteln. Ach, hier ist der Durchgang. Gut.
Ich glaube, die Basis ist so gut wie komplett betoniert. Ja, vielleicht haben wir hin und wieder mal so eine kleine Lücke im System, aber das passt schon. Die Frage ist, womit machen wir jetzt weiter? Na komm, du kannst auch weg. Allzu viele von euch normal brauche ich auch nicht mehr. Ich brauche euch erst recht nicht. Wir könnten zwischendurch mal so eine Lampe platzieren. Überall da, wo es so einen kleinen Schatten gibt, platziere ich jetzt mal eine Lampe. Dann wird es plötzlich wieder hell. Wunderbar. Ich hoffe, man wird davon nicht blind, ne? Wenn man plötzlich aus dem Dunkeln ins Helle springt. So, und eine Lampe kommt dann noch hier hin. Na, guck mal, wer da antanzt. Kuckuck. Ja komm, gib mir mal noch so zwei, drei Sammler. Ach, da komme ich nicht näher ran. Aber hier können wir ein bisschen was aufsammeln. Naja, so macht zumindest Aufräumen Spaß, ne? Geht's relativ zügig. Wir sollten uns dabei nicht zügig von dem Zug überfahren lassen. Das tut nämlich Aua. Das ist richtig doll. Hi. Hi. Oh. Kommt mal näher ran hier. Jo, da haben die ja nicht kaum eine Chance. Kuckuck. Die mit ihren zielgesteuerten Spuckgerätschaften. Gerätschaften, ich meine natürlich mit ihrer zielgerichteten Spucke. So, haben wir die gesamte Besatzung. Oh, Forschung, erschreckt mich doch nicht. Ich dachte, ich wäre tot. Bessere Schilde? Bessere Exoskelette. Da habe ich ja auch alles. Dann erforscht das mal. Ja, die haben da eigentlich keine Chance. Hier sind wir sicher. So, die Frage ist, von wo aus bekommen wir Erde? Gibt es da irgendwo eine Produktbeschreibung, was was macht? Kein Mensch versteht diese Alien-Technologie, um Atome zu rekonstruieren. Aber es funktioniert. Manchmal. Was für eine Beschreibung. Infusionsmaschine. Materialwandler. Kisten? Faszinierend. Wie viel hast du mir mittlerweile produziert? Weißt du was, das gibst du mal her. Dann kannst du die Roboter mal verteilen. Dann sind unsere Stromprobleme für die nächste Zeit mal weg. Ja, ich renne jetzt hier nur noch selten dämlich in der Gegend rum, denn ich überlege, was man noch machen könnte. Vor allem suche ich, wie ich an Erde rankomme. Ja, die nächste Forschung ist durch. Greif am Stapelgrößen Bonus. Ja, mach mal. Ein Stirling Engine? Warum denn nicht? Liquids. Ich glaube nicht. Wie heißt das Ding nochmal genau? Corn Seed. Und Corn Seed stellt man hier aus Dreck, genau. Woher bekomme ich Dreck? Ach ja. Dreck ist doch kein Ding, oder? Von Energie. Von Atomics auch nicht, wie es aussieht. Naja gut, ich werde diesen Mod einfach mal sehr lange liegen lassen. So interessant ich ihn jetzt auch finde,
So unerklärlich ist er mir momentan. So, was könnte man sonst noch machen? Moment mal kurz. Da gab es doch was, was ich ausprobieren wollte. Bucket Wheel Excavator. Gib mir mal einen davon. Moment mal kurz. Hier. Geh mal auf Militär. So. Standard Exoskelett 1. Moment. Ja, die werden jetzt alle vermehrt. Ob ich das jetzt nötig habe oder nicht, spielt für mich vorerst keine Rolle. So, das reicht. Hier. Nein. Rein rechts klicken geht wohl nicht. Ich glaube, 4 reichen da. Da kann ich mehr Schilde dafür reinnehmen. Schilde MK3 haben wir mittlerweile. Ja. Nehmen wir mehr Schilde mit rein. Und noch eine Batterie. Mhm. Craften wir noch eine Batterie. Wobei. Nehmen einfach mehr Schilde. Ja gut. Forsch mir die nächstbesseren Schilde. Warum denn nicht? Hier waren wir. Also erstmal noch ein Schild. Und den Rest mit Batterien vollklatschen. So, dann fragen wir mal die Aliens, was die von unserer neuen Ding halten. Von unserer neuen Beschildung. Oh, das hält ein bisschen stand. Damit können wir uns definitiv mit ihnen rumprügeln. Aber es reicht nicht, um ein Nest auszuheben. Brauche ich noch heftigere Munition. Moment. Moment, Moment, Moment. Machen wir mal erstmal die bessere Laser-Ammo. Ich weiß, ich habe damit jetzt jede Menge Zeug verschwendet. Aber das ist so wichtiger. Den Unicomp N4 fehlt es einfach. Ich werde doch wohl noch ein paar Formpressen haben, oder? Habe ich da noch welche? Hier. Lief einfach mal alles an, was wir haben. Ah, da haben wir schon. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und dasselbe wiederholen wir auch hier. So. Gut. Anscheinend reicht das hier auch noch nicht. Gib mir mehr Pressen. Du kannst jetzt wieder weg. Genau, aber einfach ein paar mehr. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Immer von allem drei. Außer von den Ärmchen. Wobei, die werden ja anderweitig umgedreht. Was macht ihr denn hier? Wo sind meine Expressärmchen? Hier unten. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Okay.
Und die nächste Forschung ist durch. Da kommt direkt die nächste Munition, Diamant. Gut, auf die Diamantenmunition bin ich da mal gespannt. Von euch haben wir genug. Von dir aber nicht. Du bist auch eine Farmpresse. Module? Achso, du musst erstmal wissen, was du machen musst. Gut. Damit haben wir unsere Produktion hier schon mal verdoppelt. Ist doch auch nicht verkehrt. So. Bestell mehr. Läuft. Nun gut, dann warten. Moment, was bist denn du? Battery Case. Bekomme ich die Battery Case immer wieder zurück, wenn ich Munition verschossen habe? Ich weiß es nicht. Mach mal noch was von der Batterie hier. Auslöser für Elektroschockverteidigung. Nun gut, nun gut, nun gut. Ja klar, von den Teilen haben wir 16.000. Wir haben 32.000 von dem blauen Gas. Das kann man ja nicht angehen, ne? Ich brauche unbedingt einen Verbraucher dafür. Unbedingt. Sonst geht ja mein gesamtes Ding nach vor. Ja, mein Ding. Es ist immer nur mit meinem Ding. Moment. Du kannst hier weg. MK1 Bereichserweiterung braucht keiner mehr. Schneller Teiler. Moment. Machen wir mal einen Versuch. Nimm mal die Gerätschaften hier raus. Hier komme ich kaum dagegen. Und hier? Ich glaube, die schenken sich kaum was. Nur, dass die hier einen Ticken schneller sind. Nicht zu viel. Produziere mal ein paar von denen hier. Super Sonic. Wo? Hier. Hör doch. Ich habe das Gefühl, dass die ein bisschen schneller sind. Aber lohnen tut es sich nicht wirklich. Ich glaube, da können wir uns einig sein. Laser Rifle Damage Upgrade. Ja, mach. Hier war ich. So, ich glaube, 4 Stück reichen da wirklich mal aus. So, dann kommst du hier weg. Nein, hier. Und dann produzieren wir Diamant. Zack, zack. Das kann dann alles weg. Braucht keiner mehr. Dich genauso wenig. Gerne etwas mehr anfordern, damit sie ein bisschen schneller durchläuft. So, dann schauen wir mal, wie viel Schaden machen wir denn? Hi. Also einen großen Unterschied merkt man ja auch nicht wirklich. Ja, und ich könnte mir hier so ein Gerät bauen lassen. Dafür habe ich ja auch alles.
Sollte ja auch ratzfatz gehen. Hier hänge ich jetzt fest. Wenn man sich jetzt irgendwo verläuft, ne? Dann bleibt man da bis in alle Ewigkeiten hängen. Nun gut. So. Zack, zack. Bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Große Teile davon können auch mal weg. Schild MK3. Ich glaube, das große Problem hier werden die Artefakte sein. Jo. Bis wir die irgendwo abquetschen können, wobei. Ich kann ja mithelfen beim Sammeln. Ich bin ja jetzt ziemlich zügig unterwegs. Moment, hier nicht. Ich muss ja gar nicht reingehen. Und hier gibt es ja kaum noch was zu holen. Außer ein bisschen eine gebrochene Nase oder sowas. Hi. Na dann. Oh, meine Batterie ist leer. Ach ja. Oh, das ist jetzt wirklich gefährlich. Schade. Klar, ich habe ja keine Gerätschaften mehr. Wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, also kein Strom einfach mehr, wenn ich keine Generatoren dabei habe. Aber dafür haben die Batterien ja doch relativ lange gehalten. Stellt euch vor, mir wäre der Strom, also die Energie mitten in die in ihrer Gruppe ausgegangen. Tödlich. Fehlt nicht mehr viel. Es ist trotzdem nicht genug. Eieieiei, so ein Ding umzurüsten dauert schon wirklich ewig. Stellt euch vor, ich würde das alles von Hand machen. Ich glaube, ich würde durchdrehen. Guckt euch das mal an, wie viele MK3-Exoskelette hier drin sind. Ich glaube, dich kann ich verschwinden lassen. Nach dir wird kein Hahn mehr schreien. Weißt du was, gib mal einen her. Damit wir uns zumindest kurzfristig ein bisschen schneller bewegen können. Ja klar, die Batterie muss ich erstmal aufladen. Die Schilde. Erst die Schilde, dann die Batterien, dann kann ich wieder laufen. Nämlich jetzt. Ui, bin ich schnell. Ich muss definitiv dabei helfen. Die ganzen fehlenden Artefakte einzusammeln. Ohne mich schaffen die es einfach nicht. Oh, einer noch. Guck mal, da kommt die nächste Angriffswelle. Hi. Bitte mal kurz weg. Genau, kommt alle näher. Lasst euch alle abschlachten. Das finden wir prima. Zack, 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 zack. Ja, komm. Sammeln wir noch ein bisschen. Hier sind wir ja relativ sicher. Solange wir in Bewegung bleiben, natürlich. Nun gut, weg mit uns. Ich hoffe, das reicht jetzt. Ansonsten könnte es ein kleines Problem werden. Achso, ich bin bereits entladen. Ich dachte schon, wie lange dauert denn das? Gucken wir mal. Ist eine Energiezelle fertig? Noch nicht ganz. Es fehlt noch was Blaues. Da muss ich nochmal los.
Im Idealfall noch in dieser Folge. Das ist doch auch irgendwie grotesk, ne? So schnell rennen zu können. Kuckuck. Kriegt mich nicht. Aber ich nehm's mit euch allen auf. Nicht wenn ihr gleichzeitig spuckt. Bisschen benehmen, wenn ich bitten darf. Ja, aber das bringt uns auch nicht weiter, wenn ich mich da mit denen rumprügele. Autosave, erschreckt mich doch nicht so. Ja, das ist ein bisschen waghalsig, was ich da mache. Und ich traue dem Ganzen nicht und ich mache es trotzdem. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Nun gut, ihr könnt auch weg. Ihr bitte ebenfalls. Bis ich, aber mit dieser Geschwindigkeit könnte ich eigentlich irgendwo einen Außenposten sichern. Ja. Was bringt uns ein Außenposten? Und wo ist da jetzt der Unterschied? Ah, ich habe direkt zwei bekommen. Du produzierst 75 kW. Und du? 125. Hm. Das bedeutet, mir würde an sich einer reichen. Na gut, die verdoppeln wir auch mal gleich. Was soll denn der Geiz, oder? Noch mehr Diamantenmunition wäre nicht verkehrt. Dann prügeln wir uns noch eine Runde mit denen rum. Und ich brauche hier mehr Türen. Definitiv. Hi. Oh, ihr seid nur Spucker. Das könnte gefährlich werden. Vor allem, wenn mich ständig die Forschung so überrumpelt. Laserturmfeuerrate. Na komm, ab dafür. Ich bin jetzt mein eigener Laserturm. Na, das sind mir die Beißer doch 100-mal lieber. Mit denen komme ich ja immerhin klar. Na gut, schauen wir uns oben nochmal um. Was Artefakte angeht. Hier zum Beispiel. Das sind ja massiv viele. So, ihr lässt euch jetzt erstmal töten, dann kommen wir mal rauf. Genau. Nein, dafür reicht meine Schildpower, glaube ich, noch nicht aus. Mein Waffendamage auch nicht. Nun gut. Na komm, produziere einfach mal was. Uah, uah. Huiuiuiui. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.